Jo Leute, willkommen beim Anti-Wunsch-Video von heute, einem MMO-RPG dieses Mal. Und zwar Gran Fantasia. Ich spiele es jetzt schon seit ein paar Jahren, habe jetzt aber circa 9 Monate Pause gemacht und habe jetzt einfach gesagt, ich spiele es mal wieder. Lag aber daran, dass mir eine Freundin, die ich aus dem MMO hier kannte, gesagt hatte, dass meine ehemalige Gildenchefin mal wieder mit mir quatschen möchte. Und jetzt ist sie nicht da. Die habe ich heute Morgen um 3 oder 4 habe ich die angeschrieben gehabt. Da war der Chart zumindest on. Aber der ist eigentlich normalerweise immer on. Aber da die inzwischen irgendwie 27 oder 28 Chars hat, was weiß ich, viele, hat die... weiß ich jetzt gerade nicht, auf welchem sie ist. Ich habe auch nicht alle im in AFL drin. Aber mal schauen. So. Und ich habe jetzt einfach mal gesagt, ja, kannst du einfach mal nutzen, die Gelegenheit, um das Ganze mal zu zeigen. Das ganze Area-Game ist kostenfrei. Das heißt, anders als sowas wie WoW, braucht ihr hier kein Abo, ihr braucht keine Hardware kaufen oder sowas. Ihr könnt das Spiel einfach kostenlos spielen. Und ich finde es ganz cool eigentlich. Wie gesagt, ich spiele es seit Jahren. War sogar das dritte MMO, was ich glaube ich gespielt habe. Last Chaos oder Lost Chaos oder irgendwie sowas habe ich als erstes gespielt. Danach Klassiker Nostale. Der im Übrigen, den hätte ich sogar mal aufgenommen. Aber das Problem bei Nostale ist, dass ich das nicht aufgenommen bekomme. Weil da irgendwie Overlays sind, also alle Inventare, alle Fenster, alle Boxen, das sind alles irgendwie Overlays. Und die nimmt er nicht vernünftig auf. Und das ist hier ein bisschen anders. Also hier kann ich ein Fenster aufmachen und ihr seht das. Ihr seht mein Backpack jetzt. Das war bei Nostale halt nicht. Da hat er dann einfach nur den Rahmen genommen. Und dann war da nichts zu sehen und das fand ich blöd. So, ich brauche mal eine Ladung von einem. Nochmal eine Ladung, danke. Und bin ich gerade on, da habe ich gesehen, jemand sucht einen PT-Runner, also die Instanz, die wir hier haben. Phoenix Tower und da habe ich gesagt, ja, okay. Normalerweise kostet das glaube ich 60 Gold für die Leute. Ich habe gesagt, ich scheiß drauf, mach ich umsonst. Einfach weil gerade sowieso nichts zu tun habe. Mir langweilig ist, was weiß ich. Einfach deshalb. Ich hasse den Speed Debuff hier. Also hier, Movement Speed minus 50%. Sollte ich mal rausnehmen. Moment, ich sollte mal eventuell darauf switchen. Dann geht das besser. Dann geht das ein bisschen besser. So. Entering Battle. Mir egal. Die Dungeon ist für Leute von Level 80. Also gemacht werden kann die, glaube ich, ab 70 bis 86 sollte die gemacht werden. Ich bin jetzt Level 91. Ich denke, ich kriege die ganz gut auch solo hin. Also denke ich mal. Das einzige Problem ist der Endboss. Weil der hat den lustigen Effekt, dass der mir einfach meinen Schaden zurückschmeißt. Machen wir mal das. Ach, komm schon. Hülle, lass doch ein Scheiß sein. 1, 2, 3, 5. Und gib ihm. Und gib ihm. Da die Schlüssel.
Feel the burn. Du kannst nicht mal auf mich wegfahren zu wollen. Und da ich sowieso jetzt demnächst den resetten möchte, also man hat hier ein Reinkarnationssystem. Und weil ich den reinkarnieren wollte, habe ich gesagt, ja, kannst du auch wirklich mal direkt den direkt mal eine Aufnahme machen. Und dann ist mein wunderschöner 91er Ninja wieder ein Level 1 Abenteurer. So, zack. Moment. Da sollte ich eventuell die mal eben rauskramen. Das hier. Wo sind die kleinen? Sind die hier oben drin? Ja, sind sie. Und dann machen wir einmal da. Toll. Den grünen hat natürlich wieder der andere. Den roten auch. Den gelben auch. Glaube ich nicht. Dann nehmen wir hier gelb. So, das sind einfach ein paar Buffs, die ich benutze. Um einmal Agility, Vitality und Strength hoch zu buffen. Die Farben klassisch, grün für Vitality. Ah, okay, zack. Jetzt muss ich einmal kurz hier drauf achten. Forever in the of Pain. Ich muss gerade auf den Sagenstatt achten. Nein, das ist der ganz, ganz blöde. Das möchte ich eher nicht. Da ist er da. Passt perfekt. Und wir gehen einmal raus. So. Macht man jetzt eigentlich so lange, bis man entweder genug Kohle hat oder die da. Entweder macht das für Geld oder für Level-Ups. Ich bin mir nicht sicher. Ist mir auch egal. Normalerweise wird sie das für Level-Ups und Geld machen. Weil man halt, Moment, ich muss den Dungeon einmal resetten. Weil man durch den ganzen Mist halt, Punkte bekommt, Erfahrungspunkte und halt auch noch, Geld. Und, normalerweise kriegen die Runner, also sowas wie ich, kriegen dann ungefähr 70% von dem, was die Leecher, die oben halt sitzen, nehmen die sich dann als Gewinn. Ich muss halt sagen, das finde ich ein bisschen hart asozial. Achso, stimmt, ja. Nee, das ist ja einmal. Müsste eigentlich. Eigentlich müsste ich die rauskramen. Und dann haben wir die. Hallo. Also dann kann ich eigentlich die nehmen. Die Frage ist, ob der die auch kann. Zack. Zack. Ah, pass auf. Da ist er, der Boss. Mal gucken, dass ich den Boss erwische. Und Schmerz! Ich bin Ninja, deswegen kann ich da auch immer so schön sneaky durchrennen. Und kann es sein, dass ich da ein Mikro dranhängt, deswegen habe ich Live-Lead von dem.
Ich habe normalerweise auch Life Lead durch das Schwert hier. Weil ich bin eigentlich ein PvE-Ninja. Das heißt, ich mache meistens die Instanzen und aus PvP halte ich mich meistens raus. Meistens. Ich könnte mal die hier benutzen. Aber ab und an gehe ich auch mal ins PvP. Und ja, muss man schauen, was ich dann so hier auf dem Kanal mal bringe von dem Spiel. Wie gesagt, der Anfang ist sehr viel interessanter, zumindest zum Zuschauen. Das Ende ist halt immer so ein bisschen, ja, also High-Level-Bereiche sind halt irre, irre langwierig. So, zack, 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 zack. Das ist eine VM, die ich hier gerade genommen habe. Ist dafür da, um schneller zu rennen, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu haben. Die hat relativ gute Verteidigungswerte, deswegen ist sie sehr beliebt bei allen Klassen. Muss man aber halt immer für seine Klasse haben. Und haben die wenigsten Leute für ihre Klasse passen. Ich habe die für alle meine Charaktere habe ich nicht fertig. Wobei, stimmt nicht, für den Artilleristen habe ich die nicht. Da fehlt mir die. Aber der braucht die auch nicht. Also es gibt in dem Spiel gibt es 5 Startklassen. Also man startet als Abenteurer, sucht sich dann eine von 5 Klassen aus und die werden dann auf Level 31 entscheidet man sich dann für einen Pfad. Ich habe mich damals als Bogenschütze entschieden und den dann zum Ninja gemacht. So. Zack. Hat er eigentlich die? Ja, deswegen bin ich auch so langsam. Zack, 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 zack. Zack. Und Bums. So. Wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich beim Zurücksetzen werde ich das einmal alles aufnehmen, wie so der Anfang aussieht. Und das ist ein Schwachsinn, also. Da gibt es jede Menge dann zu tun, denke ich. Und dann wollen wir mal. Zack. Einmal. Oh. Keine Mana mehr. Ich glaube, keine Mana mehr. Machen wir mal das. Machen wir mal das. Ah, und jetzt siegelt er mich. Ja, die Debuffs in dem Spiel sind teilweise super, super hart. Zack. Zack. Dafür muss man halt wirklich sagen, ich habe viel an dem Spiel gearbeitet. Ist eins der wirklich für mich sehr, sehr guten Beispiele, wie ein MMO ablaufen kann, das auch mal wirklich kostenlos ist. Das einzige Problem, was ich halt mit dem Spiel immer habe, ist... Ich hab die Kiste. Ich dachte, es wäre das Siegel der Kiste gewesen. Das einzige Problem, was ich mit dem Spiel habe, es ist schon relativ pay to win. Also, wenn keiner Cash zahlen würde, okay. Dann wäre das okay. Da hätten wir alle die gleichen Voraussetzungen, aber ohne die Cash-Zahler hätten wir zum Beispiel sowas wie diese lustigen Kristalle. Die werden dann im Auktionshaus für horrende Summen werden die dann ersteigert, wenn ihr Glück habt. Und wenn ihr halt Pech habt,
Zahlt ihr euch da dumm und dämlich. Hi. Wir machen mal C6, würde ich sagen. Machen wir mal so an. Okay. Ich darf halt nicht auf den Reflekt draufhauen. Deswegen muss ich da gucken, dass ich... Okay, hier ist all the pain back. Das ist ein böses Ding. Das ist der hier. Okay. Das Problem ist, wenn man gerade am Casten ist, dann ist das immer ziemlich blöd. So. Aber noch hält er sich zurück. Ich mag es echt nicht, wenn der sein Reflekt raushaut. Aber damit ist jetzt auch Feierabend. Und ja, sammeln wir mal alles ein. Das lustige Viech, was ich da neben mir rumlaufen habe, ist im Übrigen mein Puck. Der ist eigentlich dafür da, Rohstoffe zu sammeln. Der ist dafür da, Waffen und Rüstungen herzustellen. Für Alchemie ist der da. Und alles Mögliche halt. Malche und das ist O-Alche. Malche, Galche, gab's früher alles. Und dann ist jetzt diese komische neue Alche da entstanden. Die ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Ist aber auch nicht so tragisch. Braucht nämlich kein Mensch. Oh! Oh! Dann leckt der Server extrem hart. Dann verstehe ich aber auch, warum ich gerade so wenig Damage gedealt habe. Ich hatte die Rüstung fast komplett aus. So. Also die Rüstung macht halt sehr, sehr viel aus. Das heißt, ich muss das mal eben offen lassen hier. Damit ich auch sehe, was er wirklich anzieht und was halt nicht. Mal eben das hier nehmen. Und dann ziehen wir uns einmal. Mal gucken, wie lange er da. Hallo. Seh das Ding an. Geh die Schuhe an. Ach so, ich habe nicht genug Platz im Backpack. Ja, dann schmeißt du einfach sowas wie diesen komischen Helm hier weg. Oder diese Handschuhe. Ist eigentlich egal, was du da wegschmeißt. Und dann müssen wir nämlich den hier. Dann sollte das eigentlich ein bisschen schneller gehen. Eigentlich. Zack. 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 Solange ich da ein Necro sitzen habe. Ups. Mach mal bitte eben das. Und dann machst du das. Ah, ne, da war Gale gerade. Ah, komm schon. Ach, jetzt hab ich hier den Kleinen im Target. Ich hasse es. So, die ganzen Mist-Ads hier. Ich gehe mir gerade so hart auf die Nüsse und ich werde sie nicht los ohne Mana. Ninja ist nicht dafür bekannt, so unbedingt viel Gegner gleichzeitig besiegen zu können, sondern einfach dafür viel Damage auf einen Gegner drauf zu drücken. Zack. Was ich ganz lustig finde. Ich finde One-on-One ist cooler.
Und halt dadurch, dass ich mich heilen kann, super praktisch im Farm, beziehungsweise in Instanzen ablaufen. Komisch ist, dass der Server so leckt, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise haben wir es nicht. Jetzt geht's auch gerade. Ah, Moment, ich sehe es gerade, was das Problem ist. So wird ein Schuh draus. Ups, wenn die mich jetzt treffen, da habe ich ein Problem. Könntest du kurz deine Sachen anziehen? Mit dem Längen und Server ist das echt scheiße. Das ist vor allem dann immer so die Sache, wenn die... Alter, hört immer bitte auf mit dem blöden Paralyse. Das ist vor allem dann der Fall, wenn irgendein Event ist. Dann kommen immer ganz, ganz viele Leute auf den Server und dann fängt der richtig hart an rumzuspacken. Wobei der deutsche Server da eigentlich noch immer relativ human ist. So, einmal... Mana, Ether und wir verkloppen Kuhschaden. Die geilsten Namen haben die Viecher hier immer. Komm, ich brauch mal eben ein bisschen Mana, dann werde ich die Viecher wieder los. So, Paralyse läuft jetzt auch aus. Eine Sekunde, sorry doch. Einmal kurz die Talente durchswitchen. Hä? Warum bin ich denn wieder sichtbar? Hab ich nur eine Ladung oder was? Mach mal das. Mach mal das. Und jetzt einmal. Also ich habe insgesamt. Also es gibt mehrere Einheiten, die sich unsichtbar machen können. Weil die beste Unsichtbarkeit hat halt der Ninja. Und er hat vor allem drei unterschiedliche. Die habt ihr hier unten. Einmal die High Level Stealth, High Shadow Slip und einmal Ghost Cloak. Ghostly Cloak. Der einzige, der mich im Kampf, also Ninjas sind die einzigen, die sich im Kampf unsichtbar machen können. Und sie haben nochmal eine Gruppenunsichtbarkeit, womit sie einfach alle unsichtbar machen können. Was ultra praktisch ist, finde ich. Lashout 4, ich brauche immer noch Lashout 5. Oder Lashout 6 direkt. Lashout 6 direkt wäre auch cool. Ich würde sagen, wir nehmen das mal. Und... So, Spell Strike habe ich immer noch. Okay, dann machen wir das so, dass ich jetzt einfach mal die hier hin beschwöre und dann der Hülle einen auf den Sack gebe. Hat auch einen relativ blöden Debuff, nämlich brennen. Gerade für Anfänger ultra schwierig, kommt man eigentlich nicht gegen an, außer man hat halt einen Paladin oder einen guten Kleriker oder einen Myst, der sich auf den aufs Heilen konzentriert. Aber ich sag mal, je höher man halt später kommt, desto einfacher geht der halt zum Glück down. Aber Hülle hat mich ganz, ganz lange rausgehauen aus dem Tempel hier. Der Instanz. Da war der Endboss schon kein Problem mehr. Ist eigentlich auch kein Problem, wenn man sich darauf konzentriert. Moment, mach mal bitte, wenn ich 10% runter bin. Benutzt du bitte das hier. Da habe ich den herausgeschmissen. Ups. So, das hier. Dahin. Okay. Weil mein Puck kann mir da zum Glück weiterhelfen. Und
machen aber C4. Machen wir Alt 4. Machen wir Alt 1. Alt 2. Erst Alt 1. Alt 3. Alt 5. Alt 6. Ich habe den Reflekt gar nicht gesehen. Ja, das ging wesentlich viel besser down. Das ging sehr viel besser down als erwartet. Sehr schön. Gut. Kleinen Einblick gehabt in das MMO, was mich, glaube ich, am meisten beschäftigt. Und wenn ihr spielen wollt, unten in der Videobeschreibung habt ihr die Möglichkeit, das runterzuladen, und ich werde die offizielle Seite verlinken. Oben rechts in der Ecke könnt ihr für das nächste Wunschvideo abstimmen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.